Servus Leute und hallo zum nächsten Vlog. Ja, wir haben Samstag den 29. glaube ich. Na, den 30. mittlerweile. Und ja, Samstagabend. Ihr seht hinter mir, hängt die Lore dran. Das leichte Biomüll vom Futter aussortieren mit drauf. Und ja, unter anderem noch ein wenig Mist unten von dem Stall und hinten den Stall habe ich halt ausgemist. Und das verfahren wir jetzt noch, rammen wir den Bulldog auf, dann machen wir noch den Ofen soweit fertig für den Sonntag und dann erzähle ich euch noch was. Jetzt Vormarsch da mal weg, dann wünsche ich euch viel Spaß.
So, ihr müsst es verfahren. Und jetzt zeige ich euch, was ich euch zeigen wollte. Ich habe eine neue Anschaffung. Nein, natürlich nicht. Ist nicht meine, ist geliehen. Das Ding da. Ja, der eine oder andere wird sich schon vorstellen können, was es ist. Das ist ein Transportanhänger für Pferde. Der ist allerdings eine große Hausnummer größer. Da fährt der Bekannte immer seine Ponys und in der Mitte immer die Kutsche. Das ist ja eine schöne große Wohnung. Ja, zwei Boxen und in der Mitte eine große, wo er immer seine Kutschen dann normalerweise dabei hat. Das passt für ihn immer ganz gut. Ja, und warum habe ich das Ding? Ja, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, was schafft er denn jetzt an? Will er jetzt Pferde oder was holen? Nein, natürlich nicht. Ich habe die ganze Zeit ja schon gesagt, ich möchte eine zweite Kuh zu der Adele dazu. Und morgen früh um 10:45 hole ich ausweis meine eine Kuh. Eine Ferse, 7 Monate alt. Dexter-Rind in Dunfarben. Ja, das ist nicht rot wie die Adele, sondern das ist eher so ja, hellbraun. Oder können da ein fränkisches Gelbvieh innen vom Farbton vielleicht. Und die hole ich morgen. Die kommt zur Adele dazu. Ja, das hat sich jetzt ganz spontan so ergeben. Ich habe einen Anruf gekriegt. Die hätten, oder besser gesagt, eine Nachricht gekriegt. Die hätten eine auf meine Anzeige hin. Und ja, dann haben wir ausgemacht, wir schauen sie mal an. Gestern waren wir unten, haben sie angeguckt. Hat soweit gepasst. Und ja, jetzt wird sie dann morgen geholt. Das Einzige, was ich jetzt an dem Anhänger noch machen muss, ich muss den jetzt noch mal aufmachen. Ich muss ihn noch ein bisschen einstreuen. So, aufgeklappt ist er. Seht schon ein riesen Wind im Endeffekt. Ja, normalerweise da stellt mein Bekannter immer seine Kutschen rein und da eine Pfähe und da eine Pfähe. Oder halt dann alle zwei hier, je nachdem was er vorhat. Ja, er hat Pony und ja, ich habe mir jetzt den Hänger geholt von er, wo ich halt schnell mit dem Kram draußen. Ja, ich war schon. Aber die Ageschina ist starr, der Kugelkopf ist starr. Passiert normalerweise nichts. Ich müsste da bloß auch noch eindrucken lassen von meinem TÜV-Prüfer. Aber ihr wisst schon, eindrucken kostet mir Geld. Er hat sich schon mal angeschaut oder gemeint, ja, fest ist es. Das ist wie beim IHC, ja, wenn ich die Bolzen reinmache, das ist bombenfest, da mag ich nichts mehr. Aber ja, ohne Prüfzeichen ist es halt offiziell nicht erlaubt und deswegen, das gehört halt gemacht. Ja. Aber für die Schnelle, den Hänger schnell holen. Kein Problem, Steckdosenadapter von 13 auf 7 in meine Dosen rein, geht alles. Kannst du schnell fahren, ist kein großer Akt. Ist natürlich ein drüber Ding, also der Kram davor. Ja, der Kram ist so groß wie der Ausschnitt vor dem Fenster da vorne. Du kannst also links und rechts nicht dran vorbeigucken, musst dich halt aufstellen auf dem Bulldog und noch links oder rechts ausladen, dann geht es schon. Ja, für das, wo ich es vorgehabt habe, hat es funktioniert. Den Hänger, wie gesagt, geliehen. Ich habe jetzt viel rumtelefoniert, wir können dann home und halt auf die Schnelle immer. Ist ja auch so eine Sache und da hat es gepasst und ja. Was will man dann mehr? Paula, du willst wohl auch irgendwie mitfahren? Paula? Ja. Naja, fährst du auch mit. Alte Hummel. Ja, was ich jetzt noch machen muss, ich schmeiße jetzt einmal noch ein oder zwei Ballen Strom mit rein. Ich weiß nicht, Arne könnte eigentlich auch lange. Ja, Arne, denke ich mal lange. Da schmeiße ich jetzt an rein. Den kann ich dann morgen verteilen, je nachdem, wenn ich weiß, wenn die Kuh drauf ist, wie sie drauf geht und wie ich sie dann am besten stelle. Eventuell schaue ich, dass ich sie ganz da vorne reinbringe. Die ist ja auch nicht groß, ihr kennt die Adele und ja, die Arne ist noch ein kleiner. Dass ich vielleicht schaue, ich kann die Trennwände vorne aufmachen. Die kann ich quasi aushängen und Hümer aushängen. Dann kann ich den Bolzen da runterdrücken, rausdrehen und da rüberklappen, dann kannst du auch da rein, von der Nei zumachen die Wind. Ja, und dann kannst du auch nicht weg. Die Seitenwände sind zu. Mal schauen, vielleicht können wir es auch irgendwie ein wenig anhängen. Muss man mal gucken,
Und dann sollte das mit dem Transport auch funktionieren. Ich denke mal, vom Transport selber werde ich nichts sehen, aber die neue Akku, das sehe ich dann spätestens doch wahrscheinlich irgendwann im Anschluss. Wie gesagt, ich hole da jetzt noch ein paar Stromschmeißer mit rein, dass der soweit gemacht ist. Der Hänger ist normalerweise mit TÜV und allem. Der ist vorschriftsmäßig funktionsfähig, ist auch kein Problem. Ja, Zurösen hat er überall, die sind massiv, also die reißt du nicht raus. Die sind zum Fähranhänger gedacht. Ich denke mal, das Ding, das ist schon so ein halber Eigenbau irgendwie. Ich weiß nicht, wo es sowas gibt. Es ist natürlich auch vorne der Schrankwand, aber für den Zweck, wo ich es brauche, der Hänger tut es. Ist ja wohl dumm Schild, oder? Eine zulässige Stützlast. Dieser dumme Schild. Würde mich jetzt echt nochmal interessieren, was das für Ding ist. Bergische Achsenfabrik. Das geht aber wahrscheinlich bloß aufs Zugmaul von noch, auf die Zugösen. Na, keine Ahnung, ist ja auch egal. Funktionieren wird's. Ist wie gesagt ein wenig überproportional. Ich muss halt echt mal schauen, vielleicht noch so einen kleinen Viehanhänger für den Bulldog, habe ich eigentlich gedacht, muss ich mal am Ohr schaffen. Weil die Schweine, wenn ich dann da mal so und das soll zum Metzger, bevor man sich immer anhängen leid, vielleicht so einen kleinen Viechanhänger oder was. Meinetwegen auch mit ganz normaler Ösen in die Schlepperkupplung hinten rein. Gar nicht Kugelkupf. Kugelkupf wäre natürlich angenehmer. Dann halt ein Prüfzeichen für den Kugelkupf auf dem Bulldog. Und dann hätten wir so nämlich auch kein Geschiss und könnt bei Bedarf fahren, wie man möchte. Ja, mit dem Bulldog da habe ich es auch geholt. Ich dachte, der Kugelkopf ist fest und die Aggerschiene ist auch fest, die kann ich nicht verdrehen. Da passiert überhaupt nichts. Und seitlich hat er bloß ein ganz kleines bisschen Spiel, also null Problem. Sicher ist es. Gut, Ballenstroh. Dann muss ich meinen Ofen für morgen noch vorrichten. Morgen früh um 5.45 Uhr klingelt wieder der Wecker. Ja, wie jeden Sonntag jetzt dann. Und dann wird Brot gebacken, ja, und ich muss dann meinen Sauerteig noch vorkneten. Den werde ich halt direkt in die Knetmaschine einhauen, weil morgen ist ja wieder großer Backtuch und dann, ja, Sauerteig vorrichten, Hefeteig noch vorrichten. Das Ganze dann zack, 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 gleich in einen großen Kneter rein und dann kann das, dann kann das morgen früh, oder bis morgen wieder, bis wir dann wieder kommen, kann das gehen, die Kuh raus. Dann kann ich mein Brotzeug fertig machen, der Ofen müsste dann alle Temperatur haben und dann kann ich backen. Aber das sehen wir dann alles morgen. Ich richte das jetzt davor und dann ist gut für heute. Dann ist Schluss. Das heißt, wir sehen uns dann morgen wieder. So, guten Morgen. Wir haben jetzt mittlerweile, ihr hört im Hintergrund schon die Glocken läuten, 6. Hat einen kleinen Moment gedauert. Die SD-Karten hat nämlich gesponnen, sonst wäre ich normalerweise um 5.49 Uhr da draußen gestanden. Den Ofen habe ich gestern noch vorbereitet, das habe ich ja gesagt. Also quasi mein Brennholz schon rein, was ich brauche, die erste Ladung. Der war dann nicht komplett voll gemacht, sondern... Ja, das war jetzt nichts. Da kommt ja bloß irgendwas rein. Also laut Originalanleitung von dem Ofen war der auf 3-mal geschürt. Das Holz sind 3 Ladungen aufteilen, 3 bis 4. Kommt drauf an, was man schürt. Also ich habe jetzt die Bohrscheidler, die da drin sind. 2 Grusa-Scheidler und dann halt Kleinmaterial. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Grusa-Scheidler. Und für die gespaltenen Dinge da oder 4 Stück. Muss ja mal schauen, ob das lang ist. Letztes Mal habe ich nämlich das Problem gehabt. Ich habe einen Haufen so kleiner Eichendinge rein. Und das Endresultat war, ich habe nachmittag um 3 Uhr immer noch den ganzen Ofen voll mit Glut gehabt. Und das ist scheiße. So, machen wir da mal zu. Dann konnte er jetzt hochbrennen.
sehe, dass er brennt. Eigentlich war der Ofen so viel zu hoch. Ich komme desto hoch sparen. Und ich komme desto unten sparen. Und ich kann den da eigentlich auch ein Stück dazu machen. Weil der Ofen ist nicht 100% dicht, das sieht man schon, da ist ein wenig offen. Da scheint die Flamme arming durch. Man könnte, wenn er nicht gut zieht, könnte man aufmachen, aber die Erfahrung zeigt, eigentlich braucht man das nicht bei dem Ofen. Der kommt ohne mit auch so zurecht. Ihr seht ja, der raucht auch so. Und sehr viel kalter Luft, wenn er reinzieht, dann bläst er auch hinten wieder sehr viel warmer Luft wieder raus. Wenn der Zug zu groß ist, dann heizt du quasi für die Katz. Und das will man ja auch nicht, sondern man möchte ja seinen Ofen so schüren, dass er ein Feuer entsteht und dass er richtig erwärmt innen entsteht. Ja, so lassen wir es einmal brennen. Ich mache in der Zwischenzeit einmal, oder ich lasse in der Zwischenzeit einmal die Viecher raus. Wenn das dann runtergebrennt ist, dann kommt die nächste Ladung Holz rein von dem Dode. Dann lassen wir wieder irgendwas runterbrennen und dann der letzte Schwung. So Leute, ich habe gesagt, wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder. Ja, gestern einen Haufen gelabert. Ihr wisst schon, ich komme vom 100. ins 1000. und wiederhole mich 5-mal. Aber ist ja normal bei mir. Ja, und wir haben heute die Kuh geholt, also die Ferse. 7 Monate alt. Ja, auf dem Tag genau. 31.10. letzten Jahres ist er geboren. Die ist jetzt genau 7 Monate alt. Heute mit dem Hänger dann geholt gehabt. Hat wunderbar funktioniert, ist verladen, die haben sie schon im Hänger drin gehabt. Plus den in die Hängeklappen auf, ohne Hängeklappen auf und ist rübergelaufen. Gleich neu, zugemacht, fertig, hat gepasst. Alles prima. Ja, kostet so 750. Ja, ich denke, es ist in Ordnung gewesen. Die Adele hat mit Transport auch 750 gekostet. Da hat mir der Thorsten ja einen Freundschaftspreis gemacht und ja, das war für mich in Ordnung. Ich wollte da zwei dazu. Und jetzt haben wir sie. Ja, wenn ihr euch wundert, warum ich vielleicht ein wenig rot im Gesicht bin und ein wenig durchgeschwitzt, ich habe nebenbei Brot gebacken. Der Ofen steht ja da unten und ich bin jetzt da auf der Koppel, ihr seht schon, zusammenversetzt halt noch, dass wir ein wenig Platz haben. Und jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter, sondern zeige euch die klar. Ich darf vorstellen, das ist die Röller. Ja, eigentlich heißt es Halloween, weil es an Halloween bzw. am Reformationstag geboren ist. Ich habe da alle Heiligen geschrieben, war natürlich Quatsch, am Reformationstag. Aber Halloween haben wir nicht behalten, sondern die heißt jetzt dann ab sofort Röller. Ja, läuft es dann mit der Adele zusammen. Zwischendurch Platzer natürlich. Genau, so mache ich das. Die schreit nach der Mama und nach der restlichen Herde. Ich mache alles klar. Die ist jetzt gestern Abend, haben sie es dann noch eingefangen. Haben sie auf dem Hänger drauf, dann hat sie die ganze Nacht schon gebrüllt gehabt. Und ja, jetzt dann auf einmal weg und keine Mama mehr da. Der Bulle ist nicht mehr da, die restlichen Herden ist nicht mehr da. Jetzt steht die da mit einer Kuh zusammen, die rot ist. Normal waren die anderen alle schwarz und ja, Dunfarben. Und jetzt steht sie da bei einer Ruden, alles ganz komisch. Den Gandhi hat sie halt schon ein paar Mal mit einer Kuh verwechselt, dem läuft sie auch immer wieder nach. Der schaut dann immer ganz verdutzt, weil sie ist ausgestiegen aus dem Hänger und ja, hat sich gleich einmal umgeschaut, was ist denn da hinten los, wo bin ich denn jetzt da? Und hat gleich einmal jeden begrüßt, die Gasen und die Emma. Ich meine, die Herden ist ja groß, seht ihr ja. Gandhi, Röller, Adele, Emma, Maggie und da vorne liegt der Knallkopf, der Joggel. Ja, wir haben ja ein wenig so gemischte Herden. Es funktioniert, aber
ich denke, das wird jetzt eine Zeit lang noch so gehen. Die schreit halt jetzt noch ihre Herde, bis die das lernen, dass die nicht mehr da sind. Ja, ich meine, es ist halt wie bei uns Menschen auch. Nimm mal ein kleines Kind und du sind mal von der Familie weg. Das wird mit Sicherheit auch schon mal planen, weil es Heimweh hat. Und es ist bei ihr natürlich genauso. Deswegen, die schreit halt jetzt an. Und ja, Adele vorhin hat so ein Interesse dran gehabt und jetzt läuft sie jetzt wohl immer hinterher und schaut schon mal, aber nachdem die Anne sie im Moment ignoriert und eher noch was anderes sucht, naja, schaut es halt einfach so aus. Ja, die Glana sieht man jetzt gerade nicht, müsste ich näher nach, hat natürlich auch eine. Glana hat noch, die Adele ist ja im Februar geboren, letzten Jahres. Die ist jetzt ein Jahr und ja, Ende Februar war das, denke ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich denke 25.02. wenn ich nicht ganz verkehrt liege. Also sind es jetzt März, April, Mai, 3 Monate. Ja, 3 Monate älter. Also ein Jahr und 3 Monate ist die Adele, so muss ich sagen. Und die Klara ist 7 Monate. Deswegen hat die noch keiner so großen Hanne. Aber Hanne hat es, das ist auf jeden Fall schön. Ja, wie gesagt. Die muss jetzt erst einmal einleben. Das war der Wagen geworden. Und ja, kriegen wir gut. Es geht halt nicht alles gleich. Es dauert halt immer ein wenig. Jo, dann schauen wir mal nun jetzt den Backofen. Dann kann ich euch einmal zeigen, was ich heute schon gebacken habe. Die Brötler und Stollen sind schon aus dem Ofen raus. Ja. Waren die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Stollen! Stollen um die Jahreszeit, ja, ist denn der blöd? Ja, Stollen sind bei uns Bratwurststollen und keine Weihnachtsstollen. Also nicht falsch denken. Wenn ich von Stollen rede, dann meine ich nochmal Bratwurststollen und keine Weihnachtsstollen. Ja, ist bei uns eine Kulmbacher Spezialität. Die sind allerdings, muss ich heute sagen, nicht ganz so doll geworden. Ich habe den Tag nicht lang genug gehen lassen. Ich hätte noch länger stehen lassen sollen. Aber gut, zum Essen gehen wir, und das ist das Wichtigste. Ja, und das Brot ist jetzt gerade drin. Und das kann ich euch einmal zeigen. Und das sehen wir uns gleich wieder. Ofentemperatur fällt. Der Zug ist nämlich ein bisschen offen. Ja. Ihr seht, 240 Grad, eher fallende auf 230. Oben sind 4 Brote drin, recht luftig gelegt. Eine kleine und 3 4-Pfünder. Und unten hier ist eine Lange. Und 2 4-Pfünder. Also der Lange ist auch 4 Pfünder und das andere ist auch 4 Pfünder. Ja, und da backen die jetzt vor sich hin. Da steht noch der Hänger, den muss man sauber machen. Und da sind die Labler. Und das sind Bratwurststollen. Wobei die heute nicht ihren Namen verdient haben, die sind ein wenig euch klar geblieben. Normalerweise sind die richtig aufgegangen und größer. Aber gut, jedes Mal ein wenig anders. Das könnte eher Handler sein.
So, die ersten Brote sind raus. Die drei von unten habe ich auf. Ist ja ganz logisch, die Temperaturhitze steckt noch oben. Oben hier im oberen Backraum ist es heißer wie unten. Deswegen tut man dann normalerweise, was im unteren Backraum ist, wenn es noch nicht ganz durch ist, oben rein, wo die größere warm ist. Und dann passt es. Ja, und da seht ihr schon, die ersten vier sind raus. Das mal habe ich so eingeschnitten. Kreuzförmig, dass er halt nur in der Mitte reißen und nicht wieder wild von den Seiten her. Jetzt sind sie natürlich knusprig, aber auch weich. Ja, wie muss ein Brot klingen, wenn man es aufstellt und der Gächer klopft, dann muss es hohl klingen. So. Ja, das ist das, was wir haben. Meiner Labler, meiner Wundesame, weiß ich weniger. So was. Jo, jetzt hast du da noch Schlachtfeld beseitigen, in der Zeit, wo die Brote da gar waren. Wie gesagt, jetzt die drei, den Anlanger und die zwei Runden noch auf. Da kriegst du auch noch die Farbe dieser Braun. Und ich mache in der Zwischenzeit die Küche wieder sauber, wo ich mein Zeug alles gemacht habe und meine Knete. Und ja, dann passt das auch wieder. Woch sauber machen und halt das Material wieder zusammensuchen, was man gehabt hat, Brot, Gewürz und. Wobei, Gewürzbrot habe ich gar nicht gemacht. Die Schanzen stehen ja jetzt bei mir da oben. Die Tüchler habe ich in die Wäsche und die anderen Tüchler, die übrig sind, die kommen in eine Knete dann wieder rein. Das sind sie auch gut aufgekommen, da passiert ihnen nichts. Knete ist mir immer wichtig, dass sauber ist. Das ist ein Kessel, der ist verzinnt. Und wenn es den nicht gründlich sauber machst, das fängt irgendwann das Gammeln an. Und ja. Wenn das Zinn einmal runter ist, weggegammelt ist, dann kommt unten drunter Stahl und der fängt das Rosten und dann kannst du den ganzen Kessel wegschmeißen oder neu für Zinn anlösen, kostet Schweinegeld. Deswegen lieber einmal mehr sauber gemacht, als einmal zu wenig, weil sowas geht ins Geld. Neue Knete hätte halt dann einen Edelstahlkessel drauf, das wäre ein wenig komfortabler. Die kostet dann 10 Minuten mit Dampfstrahler waschen, darfst du bei dem auf keinen Fall, aber jo, wenn es war's. Und wie gesagt, zu sehr einen guten Zustand kann ich mich nicht beklagen. Ja, und da einfach bloß reingucken. Ihr seht schon, da oben hat es deutlich mehr warm dann. Thermometer ist ja oben her, das sind jetzt noch knapp 195 Grad. Das Thermometer geht ja da rein, Lufttemperatur. Und unten drin ist es natürlich kühler. Da ist es nicht mehr so heiß. Ich habe aber heute eh schon festgestellt, irgendwie mein oberer Backraum ist gar nicht so richtig weiß geworden. Die Kanäle ja, aber der ganze Backraum nicht. Das war das letzte Mal besser. Ja, so ein wenig rumprobieren. Das nächste Mal vielleicht dann doch anscheinend noch mehr mit rein, dass es noch ein wenig mehr Temperatur gibt. Weil je mehr Temperatur, desto eher wird er weiß. Wenn er weiß ist, ist er normalerweise fertig. Da hängt jetzt lauter Ruß dran. Der wäre dann normalerweise nicht mehr. Der fällt dann einfach ab durch die Temperatur. War halt zu kühl das mal, aber das Brot passt ja trotzdem. Und das ist halt der Unterschied, um Holzbackofen zu haben, normalen Ölbackofen oder Elektrobackofen oder Gasherd. Das kann halt variieren. Lufttemperatur ist anders, Umgebungstemperatur, die Mehltemperatur braucht da mal bloß anders, der Brottag ist einmal ein wenig anders. So viele Faktoren, die da mit reinspielen. Dann kommt es aufs Holz an. Hast du Buchenholz, hast du Eichenholz, hast du Kiefer, hast du Fichten. Oder was halt gerade erwischt und das macht da an einer Temperatur. Ja, jetzt spinnt's aber. Ja, gut, so schaut's aus. Und damit wären wir dann auch schon am Ende von dem Video. Ich habe leider einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe am Montagabend, am Pfingstmontag, einen Stream gemacht. Und dann sagte irgendeiner, kommt eigentlich morgen am Dienstag ein Video. Und ich so, Dienstag? Wieso morgen Dienstag? Am Dienstag kommt schon ein Video, aber morgen ist doch nicht Dienstag. Und dann ist es mir erst siebenteils eingefallen, ja, Feiertag und so weiter, nachweist schon, ja, ich habe es ein wenig verpeilt, deswegen kommt das Video, oder kam das Video jetzt erst am Mittwoch, wer es jetzt gesehen hat bis hierher, ja, der weiß ja Bescheid, ja, nicht, dass ich da gewundert werde, ich habe das ehrlich gesagt verpennt gehabt, ich habe gedacht, das passt ja schön, das kommt dann da rechtzeitig raus, ja, mei, so ist es halt. Die Röller lebt sich langsam ein. Heute Nacht versuche ich das erste Mal sie draußen zu lassen. Mal gucken, ob es gut geht. Werden wir sehen. Aber wie es da weitergeht da hinten, erfahrt ihr dann im nächsten Video. Ich erzähle jetzt nicht wieder stundenlang.
Das machen wir dann lieber hinten im Stall, dass ihr auch was zu sehen habt. Ich sage jetzt an der Stelle, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat allen gefallen. Und ja, wer das Video bis hierher geguckt hat, der kann ja jetzt an dieser Stelle mal schreiben, Röller, Hashtag Röller. Bin mal gespannt, was der sagt. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, mal gespannt, ob die Leute tatsächlich das ganze Video geguckt haben. Also es würde mich wirklich einmal interessieren, wie viele Leute das Video komplett gucken und wie viele einfach nur überspringen den. Gut, war vielleicht jetzt mal ein Fehler. Ich hätte es mit dem Roller, Hashtag Roller, vielleicht ein wenig eher sagen sollen. Wäre sinnvoller gewesen. Aber naja, es ist halt so. Gut, ja, wie gesagt, das war's für dieses Video. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich hoffe, ich komme wieder dazu, regelmäßig, also Dienstag und Freitag ein Video zu bringen. Versprechen tue ich aber nichts, weil ihr wisst, bei mir, ich mache jetzt Video wirklich so, wie es passt, dass was zusammenkommt, dass irgendwas Sinnvolles zusammenkommt und nicht, ich komme von der Arbeit heim und mache bloß meine tägliche Stallarbeit, weil das ist auf Dauer, denke ich, immer doch recht, ja, lahmorschert, wenn ich abends in meinen Stall gehe, mache meinen Stall fertig und ja, dann gibt es Abendessen und dann gehe ich ins Bett. Da passiert unter der Woche normal nicht viel, meist passiert viel aufs Wochenende oder mehr aufs Wochenende. Oder wenn noch ein Feiertag oder so ist. Und ja, und jetzt habe ich schon wieder zu lange gelabert gehabt. Und deswegen sage ich jetzt, danke fürs Zusehen. Eine schöne Woche. Wir sehen uns wieder. Servus.